Man hat diese Bibel einfach saugern in der Hand. Ziemlich genial. Und ist trotzdem gut verständlich. Ich bin Bibelübersetzerin und habe seit 4,5 Jahren in diesem Projekt Basisbibel mit viel Leidenschaft alte hebräische und aramäische Texte übersetzt, um sie auch für heutige Menschen verständlich zu machen. Das Besondere an der Basisbibel ist, dass sie bei der Übersetzung schon die Brücke baut in eine Art vom Lesen, wie wir es durch den Umgang mit digitalen Medien gewöhnt sind. Wir haben uns Regeln gesetzt, kurze Sätze, in der Regel nicht länger als 16 Wörter, nur ein Nebensatz. Und die Informationen kommen so hintereinander weg, dass man sie unmittelbar verstehen kann. Ich setze die Basisbibel natürlich beim Predigen ein, vor der Gemeinde, im Konfi-Unterricht und sehr gerne aber auch privat. Weil was ich in der Basisbibel schätze, ist, dass sie sowohl verständlich ist in der heutigen Sprache und gleichzeitig den Urtext nicht entstellt. Und so haben die Worte, die da drin stehen, die Chance, direkt in mein Herz zu fallen. Und so hoffe ich auch in das Herz der Gemeinde und in das Herz der Konfis. Ich mag die Basisbibel wegen ihrem Style, sowohl außen als auch innen. Die sieht cool aus und ist von der Aufmachung innen richtig, richtig genial. Die Menschen von heute sind in der Regel weniger bibelfest. Das heißt, wir brauchen eine Bibel, die verständlich ist, die gut ist, die nicht trivial ist und die einfach Lust macht, weiterzulesen, die die Welt von damals auch für heutige Menschen verständlich macht. Ich finde die Erklärung in der Basisbibel ziemlich cool, weil ich dadurch schneller mit Jugendlichen ins Gespräch komme, als wenn ich nur den Text da habe und vorher noch alles erklären muss. So sind manche Fragen, die offen waren, schon längst geklärt. Und ich kann noch tiefer einsteigen mit den Sachen, die inhaltlich drinstecken in so einem Text.